Ja, meine Damen und Herren, wir begrüßen uns wieder. Frank Holiday wieder bei einer neuen Aktion wieder. Heute machen wir ein gutes, super auf Französisch gehalten. Wir brauchen einmal ein Öl, einen guten Weißwein oder Prosecco geht auch, Kümmel, Parmesan, Knoblauch, gutes Brot, Schnittlauch und Petersilie. Dass wir das nicht vergessen. Nummer 1, wird einmal eingeschalten, der Ofen. Ne? So, 1 und 2. Gehen wir dann rüber, da geben ein bisschen Öl hinein, weil wir machen ja nicht wenig. Ne? Jetzt haben wir das da drinnen, weggestellt. So, das Ganze ist eigentlich schon ein bisschen vorgewärmt. Jetzt geben wir da rein, habe ich noch vergessen, ein bisschen eine Prise Kümmel. Den lassen wir ganz leicht anrösten. Okay, gut dann. Was haben wir alles? Parmesan haben wir schon gesagt. Schnittlauch, Petersilie ist auch alles schon da. So. Jetzt nehmen wir den ganzen Knoblauch. So wie er da ist, den Knoblauch und schmeißen ihn da jetzt dann da hinein. Wenn es geht, machen wir gleich zwei Knoblauch. Den nehmen wir ganz leicht, da brauchen wir ein bisschen lang. Ein Löffel. So, den tun wir ein bisschen umrösten, tun wir jetzt dann eigentlich ein bisschen den Knoblauch rösten. So, dann, das ist perfekt am Rösten. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt dann nehmen wir ein bisschen von diesem Prosecco. Marken darf ich keine herzahlen, gell? Wir gießen das ein bisschen mit einem Prosecco auf. Müssen wir natürlich anzapfen auch, gell? Das Brustbuch jetzt dann schon ganz schön. So, was brauchen wir jetzt denn? Jetzt brauchen wir ein bisschen Wasser. Das muss ein bisschen besser wieder verdünnen. Aber nicht so viel. Man soll den Wein zwar spüren. So. Und jetzt lassen wir das Ganze ganz leicht, schalten wir zurück den Ofen, ganz leicht ziehen. Was machen wir jetzt dann? Wir machen jetzt nichts anderes, lassen das dünsten und jetzt dann kochen wir das ganz leicht, den Knoblauch mit dem Kümmel auf. Genau so machen wir es. Und das lassen wir jetzt ein bisschen ziehen. Nicht zu viel auch nicht, ne? Das passt schon so, das ist perfekt. So, inzwischen gehen wir jetzt her und stellen die nächste Schüssel rauf. Jetzt machen wir die Krokant vom Feinsten auch. Bisschen lassen wir Butter rein. Bisschen Butter. So, dann tun wir ein bisschen, aber egal ob es ein Weißbrot nehmen oder ein dunkles Brot, das Ganze schmeckt sowieso. So, jetzt haben wir jetzt da drinnen. Schauen wir mal, dass wir da sind. Ja. Das Ganze herum können wir jetzt ganz kurz einmal umrühren. So. Mal kosten. Das schmeckt ja jetzt dann schon fein. Jetzt gehen wir her. Na, natürlich, wir müssen schon da anschauen, dass das da alles hinhaut. Das wird nicht verbrennen, das wird auch nur rösten. Rösten, nicht verbrennen. Rösten diese Brote. Das wird mal ganz was Feines. Und inzwischen gehen wir her, und da haben wir einen Sensationsmixer aus Amerika. Zwar ist er schon über 30 Jahre alt, oder gar noch 40 Jahre alt. Habe ich gehabt. Jawohl, alles ist drin. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt kommt der Hit.
Jetzt geben Sie da ein bisschen dazu den Sauerrahm. Einen Sauerrahm und aber die Schlagerwasser. Ja. Und dann ein bisschen an gemischten Pfeffer auch dazu. Und jetzt geht's rauf zum Mixer. Deckel nicht vergessen, sonst haben wir alles auf der Wand. So, meine Herren, und jetzt schauen wir wieder, was da jetzt los ist mit unseren Brote. Jawoll! Es kommt ja schon, es ist ja eine Perfektion. Es ist ja eine Perfektion. Und jetzt habe ich etwas vorbereitet für Sie. Jetzt kommt der Parmesan-Käse. Schauen Sie mal das jetzt mal. Halt ein bisschen nachhelfen. Ich kann nicht filmen und es gleich kochen. Das ist natürlich das Problem, aber die Leute haben gesagt, du zusammen kochen und das Ganze, das ist lustig. Deswegen machen wir eigentlich keine steife Kocherei, sondern wir machen eine lustige Kocherei. So, das Ganze schaut auch nicht schlecht aus. Das lassen wir ein bisschen an. Das ist schon geröstet da. So. Jetzt dann, meine Damen und Herren, kommt jetzt alles wieder da zurück rein, gell? Wir müssen aber noch einmal richtig das Ganze aufziehen. Das ist natürlich ein perfekter Mixer aus New York. Und jetzt dann stopp! Deckel runter, rein wieder ins Gefäß. Schaut Ihnen das jetzt dann an. Na, was sagen wir dazu, hä? Ich sag gar nichts mehr. Das ist einfach gut. Das löst man auch einmal an, ganz leicht. Ich kann zwar nicht das Ganze so verfolgen, ich werde es dann hinterher pfeffern und salzen, dass ich das auch dann sehe. Da gehört noch ein bisschen Pfeffer rein und ein bisschen Salz dazu. Da drüben, das braucht man nicht mehr so aufharzen. Das ist einfach gut. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt haben wir genau gekocht. Ja. 14 Minuten, noch bei 15 Minuten. Ja, das Ganze ziehen wir noch einmal hoch, das brauchen wir gar nicht, so fertig. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt können wir eigentlich schon anrichten, das Ganze super. Nehmen wir einen wunderschönen Teller her. Einen wunderschönen Teller. Drehen das Ganze noch einmal halbwegs um. Das müssen wir runter tun. So, jetzt haben wir das. Und dann nehmen wir ein paar Sachen raus. Legen wir da rein. Gehen wir ein bisschen Schnittlauch rundherum und die Petersilie stecken wir oben drauf, optisch. Ja, so schaut das schon ein bisschen besser aus. Und jetzt gehen wir her, machen wir ein bisschen.
bis er einen ganz milden, süßen Paprika. Und jetzt braucht man eigentlich nur mehr anrichten. So isst der Frank Holiday jeden Tag, meine Damen und Herren. Jeden Tag. Und dass wir ein bisschen Atmosphäre heute da auch haben, ich hoffe, Ihnen schmeckt es auch. Machen Sie es genau, wie ich es jetzt Ihnen gesagt habe. Genau so, wie ich es Ihnen gesagt habe, machen Sie das jetzt. Jetzt machen Sie ein bisschen das Glas auf, füllen und das Ganze, das geht nicht alles auf einmal. Schenken Sie Ihnen Rotwein allein, lassen Sie Ihnen schmecken, zünden Sie mit Ihrer Frau dann die Kerzen an. Das ist mein Leben, vom Frühstück schon angefangen bis zum Mittagessen. Jeden Tag wünsche Ihnen alles Gute. Lassen Sie Ihnen schmecken. Ein französisches Gutes von Frank Holiday. Knoblauchsuppe.